Und damit auch ein recht herzliches Willkommen an die Zuschauer zu Hause bei YouTube. Willkommen zurück bei Games on Alive. Wir spielen wieder Sourcebug, The Fractured Butthole, und ich sage es wieder mal, der Pups-Humor ist wieder da. So, natürlich auch wieder gleichzeitig im Livestream, also nicht wundern, wenn hier irgendwelche Sachen passieren, die nicht in ein YouTube-LP gehören. Wir waren zuletzt in der Kirche, haben uns den zwei katholischen Priestern gewehrt und verprügelt und werden jetzt den Weg zur Schule auf uns nehmen, denn da wartet die nächste Story-Quest auf uns. Ja, würde ich sagen. Da rühren wir an der Seite nicht mehr weiter, wir müssen jetzt hier zurück. Und übrigens, ich bin wunderschön in meinem Kleid und meinen blonden Haaren. Ich kann es nur immer wieder betonen. Komme ich hier rüber? Nein. Aber hier komme ich rüber. Und da vorne warten schon die ersten Chaos-Truppen. Heute wollen wir richtig schön Verwirrung stiften. Chaos vom Feinsten. Wenn du in Schwarzen spielst, spielst du auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, Dave. Denn die Schwierigkeit wird hier in der Hautfarbe angegeben. Dann hauen wir dem Terroristen mal einen Pups ins Gesicht. So, besiege die Chaos-Lakaien. Es ist ein großer Fehler, sich mit Cocoon and Friends anzulegen. Cocoon and Friends. Dass du drauf hast. Ja, wir fangen an. Ich gehe wieder in die Offensive. Kopfnuss. Mein Saugrüssel steht offen vor Erstaunen. Jetzt aber schnell. Dann geht er mal hier hin. Das reicht nicht. Das reicht auch nicht. Gehst du hier hin und greifst ihn an. Sehr schön. Du hast Fliegen zwischen den Zähnen. Lass nächstes Mal lieber den Mund zu. Ha! Ah! Eine Konterbrutalisierung. Folge nicht Chaos oder zahle den Preis. Du bist jetzt Chaos, Bitch! Cool, Friends, für immer. Der erste ich hörte mich mal an der Zitronella-Kerze. Ich würde sagen, ich mache jetzt einen schönen Flächenangriff. Dann sind die aber nur angewidert, ne? So, wären es 52 Schaden. Nach meiner Verbrechensbekämpferkarriere werde ich Autohändler. Und Servus, Kapuze. Nein, ich will, dass beide auch angewidert sind, dann kriegen sie das mit dauerhaft Schaden. Und der war schlecht. Ich habe zu früh gedrückt. Chaos spürt keinen Schmerz. Der Wind der Gerechtigkeit! Okay, ich kann den Kollegen immerhin angreifen mit meinem Laserblitz. Piu, piu! Kleiner Rückschlag! Piu, piu! Fuck, der Terrorist hat sich in die Luft gejagt. Aber wir haben gewonnen! Wir haben verloren! Das muss ich mir nur merken, dass sie, wenn die Terroristen gefallen sind, sich auch in die Luft jagen. Chaos Raketenbausatz Technik mal 3 und 11 Cent gefunden. Sehr schön. Verbrechenswerte Polizei ratlos. Brief an Vantaslash. So, da waren wir auch noch nicht drin. Park County Community Center. Okay, hier ist ja noch gar nichts los, aber... Da gehört eine Kopfaufnahme hin. Okay, jetzt weiß ich auch, wo die Kopfaufnahmen hin müssen. Überall da, wo ein abgerissenes Foto von dem Kerl hängen. Du weißt, dass rund um das Rathaus viel los ist. Vielleicht stellt die Bürgermeister mich für einen Wahlkampfspot ein. Ja. Ich bin gerade gekleidet wie ein Mädchen. Ich muss aufs Mädchenklo. Denn hier gehöre ich hin. Hier bin ich selbst. Und ich weiß immer noch nicht, was ich mit diesen Rohren machen muss. Das kommt wahrscheinlich auch erst später. Du Scheiße. Habe ich gar nicht gesehen, weil ich davor stand. Ja. Das zum Thema Frauen würden nicht ordentlich kacken gehen. Ah, sehr schön.
Ja. Da komme ich noch nicht hin. Da würde ich wahrscheinlich Schaden kriegen, oder? Ja, 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 alles klar. Kann ich da irgendwie... Nee, das funktioniert auch nicht. Das macht Consela. Nein. So, das war's im Community Center. Da müssen wir später auf jeden Fall nochmal hin. Da sehe ich auch schon wieder eine Tasche liegen. Also deshalb waren die Taschen alle nicht gut versteckt. Komm her! Und du auch! Boah! Ihr habt alle gefickt. So. Das Schöne ist, das darf ich sagen, denn in diesem Spiel ist einfach alles erlaubt. Ist da oben auch noch was hinter? Nein, schade. Eine Schnellreisefunktion. Und auch ein Servus an den Mannes. So, ich schaue mich hier nochmal vorsichtshalber vor ein bisschen an. Arcana Hut bekommen. Den brauche ich bestimmt für die Gothic-Leute. Haha, ein Penis. No Cops. Kurz mal hier lang gehen. Guck mal, was hier so ist. Eine weitere Schnellreisefunktion. Sehr schön. Ich bin der schnellste in der Stadt. Und da ist wieder ein Täschchen. Ach, ich bin bei der Kirche. Die Tasche habe ich schon. Oh, ich bin verwirrt. Dann muss ich jetzt hier wieder runtergehen. Oh, yeah. Und Sockner, vielen Dank fürs Hosting. Und dann gehen wir jetzt mal in die Schule. Ja, uns erwartet ein Gespräch. Geh zum Büro des Psychologen. Hey, na, machst du ein Selfie mit mir? Okay, aber mach keinen Scheiß, ja? Selfie! Schluss mit dem Scheiß! Okay, aber diesmal kein Scheiß. Ich hab die Faxen dick von deinem Scheiß. Du bist neu, hä? Ich behalte dich im Auge. Mach bloß keinen Scheiß. Und Servus, Kev. Ich will nur ein Snafy machen. Geht's vielleicht auch mal ohne deinen Scheiß? Hab's doch gewusst, dass du Scheiß machst. Ja, ich mach Scheiß. Leute, besorgte Haarbürste, Visitenkarte der Kissing Company. Hey, wollen wir ein Selfie machen? Klar, machen wir ein Selfie. Woo, Selfie Time. Wo ist die Zunge rausstrecken? Komm schon, drück ab! Ashley! Ein weiterer Follower auf Kunstgram. Ja, danke! Klar, ich mache eh 10 Selfies täglich. Oh, 10 Selfies täglich, ich mache 20. Siehst du, wie fröhlich ich bin? Ach ja, immer wieder schön bescheuert. Aber du machst aber bestimmt ein Selfie, du hast ein Handy in der Hand. Komm morgen wieder, ja? Nun gut. Ich glaube, diese Winddinger sind die Dinger, wo ich dann quasi mich nach oben pupsen könnte. Da oben muss auf jeden Fall wieder ein Bild von dem Kollegen hin. Gut, dann gehen wir erstmal weiter hier lang. So, Gym, Counselor und Cafeteria. Counselor ist ja sowas wie der Psychologe, ne? Oder? 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 Ja. Oh, hi, du bist der Neue, richtig? Okay. Oh, gut, danke fürs Kommen. Nimm Platz. Nö. Weißt du, was ich erstmal mache? Okay. Mit mir als Vertrauenslehrer kannst du über alles reden, okay? Verstehe ich richtig, dass du über dein Geschlecht reden willst? Okay, also ich bin geschult in... Geschlechtsfragen, okay? Du musst keine Angst haben. Okay, mein Kind, es ist wirklich einfach, wenn du über dein Geschlecht reden willst, dann
Du fängst an, indem du sagst, naja, ich bin ein Junge oder ein Mädchen oder was anderes. Ich bin eine Lady. Wie ist sonstiges? Es ist genauso gut wie Stick of Truth und es ist größer als Stick of Truth. Ich kann es nur empfehlen. Aber je eher, sonstiges? Du meinst, dass du weder Junge noch Mädchen bist? Du glaubst also nicht, dass du ein Geschlecht hast? Okay, warte einen kleinen Moment. Ich muss deine Eltern anrufen. Das dauert nicht lange. Hallo, hier ist Mr. Mackey, der Schulpsychologe. Ja, hi, ich habe Ihr Kind hier in meinem Büro und, Ihr Kind hat mir gerade erzählt, dass er, dass es sich identifiziert als geschlechtsneutral. Oh, das wussten Sie. Okay. Also nein, gar nicht, es ist nur, ich glaube, dass jeder gedacht hatte, dass das S ein Junge ist, okay? Okay. Ja, nein, das ist super, das ist gut zu wissen. Ich glaube, ab jetzt kann ich wirklich vielleicht helfen. Recht herzlichen Dank, okay. Wiederhören, okay. Okay. Okay, das ist mal eine Überraschung. Aber es ist gar nichts falsch daran, sich nicht männlich oder weiblich zu fühlen. Man kann das Geschlecht haben, das man will, okay. Selbst wenn es keins ist, das ist okay. Total. Ich trage ein Kleid, lange Haare und Schnurrbart. Sei vorsichtig, okay, denn es gibt viele Leute, die dich nicht so akzeptieren werden, wie du bist und mit denen musst du fertig werden, okay, also komm jederzeit wieder. Ah, ich erkenne langsam die ganze Thematik dahinter. Ich fülle nach und nach erstmal meinen Heldenbogen hier aus. Oh, hallo Neues. Neues. Ich mache gern Überstunden für Problemkinder wie dich, okay? Na gut, dann gehen wir wieder. Gehe zum Büro des Schulpsychologen. Abgeschlossen. Dann schauen wir mal, was denn noch so für Quests da sind. So, finde den Verdächtigen, sprich mit Detective Harris, hast du mal gemacht. Dazu müssten wir auf der Karte rechts rüber. Wir müssen noch insgesamt 10 Yaoi-Bilder finden. Ich finde das ganze Wort total komisch. Hänge Mr. Adams Kopfaufnahmen auf, dafür muss ich noch 7 Stück schaffen. Meistere alle Raisins Ripper-Titel auf dem Charakterbogen. Ja. Und finde heraus, wo Randys Auto zerkratzt hat. Ja. Ja gut, es gibt ja auch noch andere Seiten, wo du das Spiel holen kannst im Grunde, ne? Du musst ja nicht den Vollpreis zahlen über MMOGA und so weiter. Ich glaube, wir werden tatsächlich hier hinten die Operation rechts so machen. Da hinten ist die nächste Reisefunktion. Und hier unsere nächste Reisefunktion ist direkt vor der Haustür. Alles gut. Ich habe eine neue Kopfbedeckung. Ach, den Arkanhut. Wie findet ihr eigentlich mein Doppelkinn? Es sieht aus wie ein Hodensack. Nein, wir bleiben bei den langen... Die langen Haare verdecken mein Doppelkinn. Dann trage ich jetzt den Arkanhut. Aber ich will trotzdem meinen Bart haben. Ach nee, entweder Bart oder Eiersack. Naja, wir bleiben beim Eiersack. Tasche. D-Mobile Smartphone, Dose Arsch, Körperspray. Poster, die tatsächliche Bildesgröße von Jungen. Und da ist ein Yaoi-Bild. Verwirrt von der Schule. Oh, die beiden Süßen. Er hat eine Belohnung für mich abgeliefert. Deine Mom... Okay, ich sollte mal langsam, aber sicher... Ah, wir haben die 10 Yaoi-Bilder gefunden. Sehr schön. Jetzt heißt es für das 20. Also, wie viele Bilder haben die denn hier? Auf jeden Fall gibt es hier... Oh, Gegengift, okay. Jedenfalls gibt es hier ganz schön viele Sachen jetzt noch zu holen, die in meiner Kiste in meinem Bett warten. Ja, Kurf, ich muss sagen, ich hatte den Vorteil, ich hatte noch genug Instant Gaming Points und musste, glaube ich, am Ende nur 20 Euro drauflegen und dann hatte ich das Spiel.
So, dann raus hier. Schau, schau, schau! Das ist doch so was Geschlechtsneutrales! Solche wie dich mögen wir hier überhaupt nicht, klar? Lass uns dieses Ding ordentlich begrüßen! Ihr Wichser! Besiege die Hinterwäldler! Ich prügle ich zum Hetero, so wie Harry damals, 94. Blitzfreak, zischt los! Ja, dann gehst du jetzt hier hin. Ne, du gehst dahin und greifst ihn da vorne an mit deiner Attacke, ohne dahin zu gehen zu müssen. Haben wir davon eine Zeitlupe? Lies die Verfassung, dann weißt du, dass es meine Pflicht als Patriot ist, dich fertig zu machen. Au! Bau keine Bruchlandung. Ich will die nicht stechen. Was, wenn ich allein davon schon betrunken werde? So, hier machen wir die Attacke, dass jetzt alle angewidert sind. Das sah beim Essen appetitlicher aus. So, und die haben wir jetzt einfach nur aufs Maul. Darauf trinke ich. Oh, Rückstoß kommen mit dem Auto, ist auch schön. Pech, Wunderarsch. Das war episch. Angewidert und tot. Wenn du Amerika nicht liebst, kriegst du was auf deinen Sozialistenarsch. Jetzt steht's fest, euch zu verprügeln war echt eine gute Entscheidung. Fühlt den Zorn von Humankind. Damit treffe ich den, durch das angewidert sein, müsste eigentlich auch gleich drauf gehen. Wer kommt als nächstes? Sehr schön. Na dann, Hals- und Beinbruch. Damit machen wir jetzt den hier. Wie ein Blitz. Zu schnell für dich, was? Dann ist nämlich zwischen uns. Mach euch bereit für mein nervtötendes Summen. Dann müssten wir jetzt eigentlich eine Rückstoß-Schlag-Kombi haben, weil wir ihn genau in der Mitte haben. Los. Langsam sollten die Bösen ihr Leben überdenken. Jo, dann viel Spaß bei der Fahrstuhlkraft. Hassschmiede-Artefakt bekommen, okay. Und 27 Cent. Dann müsste ich mal erstmal schauen, was das neue Artefakt kann. Ich finde diesen Eiersack am Hals so geil. Gut, Neuer. Komm zum Kuhn-Versteck. Wir sollten deinen Charakter ausbauen. Kuhn-Ende. Wir sehen uns, Kuhn. Genau, Artefakte. Was ist denn das für ein Artefakt, was ich gerade bekommen habe? Die Hassschmiede. Ein mächtiger Hinterwäldler, Energieleiter, der soziale Intoleranz in genetische Energie umwandelt. Ah, schön. Gibt aber Gesundheit weniger, das heißt, der bringt mir so gut wie gar nichts. Und ich habe auch kein mächtigeres Artefakt bisher bekommen. Dann bleiben wir erstmal auf 73er Macht. Kenner der jungen Lieben. Liebe, ja. Das bin eindeutig ich. Können wir eigentlich was craften? Ja, dann fröhliches Duschen-Curf. Das ist auch ein 40er-Ding. Puh, ist ein Upgrade. Greif auf die Gehirnwellen des Teams zurück und erzeugt eine Hyperaktivitätsschleife. Stellen wir mal her. Haben wir genug Teile für. Arachnix Anzug, Kopfbedeckung, Schicksal. Ich habe eigentlich genug Zeug da. Ich kann die eigentlich alle mal einmal herstellen. Okay, jetzt kann ich sie doch nicht mehr herstellen. Burrito könnten wir machen. Jetzt haben wir schon mal zwei Macaroni-Bilder, auch wenn ich sie bisher nicht brauchte. Eine neue Kopfbedeckung. Wir könnten jetzt so aussehen. Sehr, sehr schön abgeschnürt mit dem Eiersack. Ach, ich will den BH wieder auf dem Kopf haben. Wir nehmen den Arachnix-Anzug. Bisschen Spider-Man-mäßig.
Das war's erstmal. Artefakte habe ich ein neues gebaut. Das heißt, wir kommen jetzt auf 80 hoch. Und kriegen dann Muskeln, Hirn, Mumm und Gesundheit sogar plus 5. Sehr schön. Ich bin der schnellste in der Stadt. Ich weiß. Wir möchten gerne hier hin, denn wir werden das Verbrechen dort unten aufklären. Bitte schön. Er ist einfach unglaublich schnell. So. Hey, willst du Nacktfotos von deiner Mom sehen? Jetzt nein, Hinterhalt. Finde einen Zugang, aber Vorsicht, er wird schwer bewaffnet sein. Erstmal die 6-Klasse besiegen, die dürfen zuerst angreifen. Hinten im Haus. Ich hab zurzeit einen Haufen Stress, den werde ich an dir abbauen. Ich lege das Immunsystem von jemandem lahm. Frissen und weg. Oh. Die wichtigste 29. Mahlzeit des Tages. Wer ist das nächste Ziel meiner grenzenlosen Wut? Lass dich da von deinem Freund massieren. Los, Wunderarsch. So, dann hauen wir den jetzt mal beide auf einen und den Sack. Oh, ich habe 3 meiner 10 Comics weggelegt, um das zu sehen. Angewidert sein ist so widerlich. Ihr Klassler seid ihr echt sehr erbrocken. Nimm das, Zwerg. Aua, das tat weh. Wen soll ich quälen? Ich wähle dich. Du bist voll am Ende. Dafür bist du mir echt was schuldig. Laser online. Wir heilen mal beide, auch wenn der eine es nicht braucht. Wohl bekommst. Danke. Nehmt eure Medizin, Zwerge. In der ersten Reihe wird man nass. Oh nein, er macht eine Urinbombe. Bereit, Machtgeschwindigkeit fertig zu machen. Dann möchte ich, dass der Kerl da in die Falle läuft. Let's Freak bricht alle Regeln der Physik. Ich nehme meine Blutprobe. Und wir werden jetzt erstmal hier alle anwidern. Ist so eklig. Wir Klässler versohlen, geile Sache. So, und du wirst jetzt erstmal einen Burrito essen. Ich bin dabei. Ich bin jetzt dran. Sehr schön, jetzt stehen 3 Stück da drin. Ohne zu zucken, Respekt. Jetzt ist wieder Platz für einen ganzen Hamburger. Er hat mich angerüpst, die Sau. Ich bin drin. Okay. Einmal heilen. Heilung. Nichts zu tun. Das kannst du auch später. Und er macht seine Bombe und trifft 3 seiner Kollegen. Sehr schön. So, wer ist denn noch am stärksten von den 3? Was? 6 Klässler können nicht sterben. Wir sind unsterblich. Meine 6. Klasse startklar.
Dann machen wir den jetzt den Flächenangriff, dann müssen eigentlich beide gleich sofort down gehen. Und weil wir es können, machen wir jetzt den Overkill als Brutalist. Mach sie fertig, Saftsack! Immer wieder schön. Lass mich nur kurz an den Leichen lutschen. Oh Mist, das ist mir jetzt, das wollte ich überhaupt nicht so sagen. Lass mich an die Leichen lutschen. Ratzklumpen und 10 Cent gekriegt. Und natürlich Erfahrung. Und mal extra EP, weil wir jede Menge Sechsklässler erledigt haben. Verbessertes Gegengift. Ich kann da oben noch nichts dran machen, weil ich irgendwie kein Wasser spritzen kann. Okay, dann gehen wir mal rein da. In die Hütte des Verbrechens. Oh, es sind Schwarze. Natürlich sind es Schwarze. Jetzt solltest du ihn sehen. Hey, wer bist du? Was machst du in meinem Haus? Angriff! Angriff! Besiege den Drogendealer. Ach ja, wunderbaren Vorurteile. Alleine besiegen, okay. Was hast du in meinem Haus zu suchen? Stellung halten! Ich versuche jetzt tatsächlich mal meinen Maracaroni-Bild. Ach, der heilt alle Verbündeten. Achso, das bringt mir nichts. Au! Verdammt, was willst du von mir? Verschwinde aus meinem Haus, verdammt! Feuer erwidern! Was soll denn das? Sag nein zu Drogenkrieg! Ich verteidige nur meine Burg! Jetzt bist du down, Pisser! Niemand verkauft Drogen! Tritt zu, wenn er am Boden liegt! Tritt zu, wenn er am Boden liegt! Schreckensklinge-Artefakt bekommen, Räubermaske und 27 Cent. Heilige Scheiße, du bist wirklich ein Superheld. Ein Degenerierter weniger, um den wir uns kümmern müssen. Greif uns doch mal wieder unter die Arme. Jawohl, Sir.